sowas. Ja, oder? Und da genau gegenüber. Ja. Das ist das Zentrum. Ah, ja. Und das hat ein 3D-Sinn oder 4D-Sinneskino. Okay. Und das ist wunderschön für die Kids. Sie werden das lieben. Und so eine Ausstellung, um die Natur noch mehr zu entdecken, das ist sehr technisch. Mhm. Und es sind sehr interessante Ausstellungsbereiche. Also wir sind die Klasse 8b, das COD ist in Oberohr. Wir sind gerade auf eine dreitägige Klassenfahrt im Sportcamp Edersee. Und um unser Teamwork zu stärken, um Spaß zu haben und Sport zu treiben. Das Wetter ist hier noch ziemlich kalt, aber wie man sieht, ist es auch sonnig. Und wir hoffen, es wird noch wärmer. Und die Häuser hier sind sehr groß und man hat hier viel Spaß. Wir hatten hier Mittagessen, es gab Nudeln Bolognese, für die Vegetarier halt mit Tomatensauce. Und nachher gibt es noch Kaffee und Kuchen und danach machen wir eine große Wanderung. Ja, wir freuen uns auf die nächsten 3 Tage hier und hoffen, dass es so weitergeht wie bisher, dass man halt auch mal Freizeit hat und ja. Ja, die sollen nicht bitte. Und ja, tschüss, bis morgen. Oder ich fass die so. Das ist scheiße, ich stell dich daneben. Ich muss den Schuss fassen, der Statue. Da. Wir sind die Einzigen, die in Schulen. Nee, wir wollen das nicht. Ich bin auch so cool. Oh mein Gott, ich bin das Wetter da. Wow, das ist ja echt. Sarah! Yay! Jetzt sieht man die Statue. Echt? Ja, Sarah. Was war das noch? Die andere Gruppe hat nichts gegen Kultus. Wir haben es gegen Kultus. Eduardo ist zu Hause. Ja. Kommt her! Auf geht's. Versteck mich nur. Achtung, da ist Hundescheiße. Ja, Steffi, darauf. Wie wäre er jetzt drauf getreten? Niemand. Wenn ich nur so Opfer. Ich will nicht hier vorne stehen. Ja, genau, du verdeckst die ganze Zeit. Boah, Tobi, das macht dir Spaß. Ja. Oh, steht der Tobi davor, der ist der Junge. Wir haben alle Angst. Also, ein bisschen, keine Angst, kleine Hunde, das sind alle Mädchen. Guck Tobi dabei auch an. Danke. Ja, ja. Oh, ich hab's hier. Einer geht das alle. Carina, wir haben das schon. Auf geht's. Jetzt machen wir es weiter. Los, ihr müsst euch ja nicht hinsetzen, sonst stellt euch daneben. Dann setzt ihr doch das Foto. Guck mal. Auf das Foto. Was ist das? Das ist voll eklig. Das machen wir so. Nee, man kann das so schalten. Da. Was soll man denn damit machen? Nein, hier. Die Hupe geht nicht mehr. Das wird viel cooler. Und das hier. Doch, das geht. Toll. Ja, finde ich auch. Aber du zeigst nicht runter. Ja. Ih, deine Hose ist wirklich schicker. Farmer. Ja, Farmer. Das und das hängt ja wirklich jetzt vor einer Nacht. Ja, das geht doch so gut. Boah, du hast zu schalten. Wollen wir das Tech? Ich hab Hunger. Ich kann mal schon wieder Hunger haben. Ja, ich hab immer Hunger. Hol doch mal auf. Die Gruppe überquert jetzt den schrecklichen Säurefluss und darf auf keinen Fall in den Fluss treten. Wenn das jemand tut, dann wird derjenige blind. Und sie dürfen auch ihre Matten nicht verlieren, die ist schon weg. Nein! Wir brauchen hier! Weil die brauchen sie unbedingt zur Überquerung. Oh, Anna! Komm, Lisa! Ich stehe! Ich kann einfach nicht. Okay, jetzt, wie viele Matten noch? 2 oder was? Wie viele noch? Das zählt doch. Das hatte. Die Regeln waren, wenn das Teil im Fluss berührt, dann keine Berührung. Aber wie ist denn die Regel? Und wie?
Wie war der letzte Satz? Wenn das Teil den Fluss berührt und keine Berührung. Und keine Berührung, wenn es kein, wenn ihr keinen Kontakt habt. Ja, wenn es den Fluss berührt. Ja. Das ist hier alles Fluss. Ja, nein, aber da nicht. Sie meint nur das da. Nein. Katharina! Was ist denn du? Ja. Tobias muss wieder zurückkommen. Du musst. Super, und dann? Ich seh nix. Wuhu, warte, bleib. Okay. Alter, hier lang. Warte. Oh, das ist super. Okay. Verbrennt das. Ja. Hallo, warum droppt ihr einfach nicht hoch? Droppt doch einfach, das ist doch viel einfacher. Im Bohrer kann man das droppen. Zeit nutzen, dass wir aufeinander hören und nicht die ganze Zeit alle durcheinander reden. Okay, nicht durcheinander reden. Mhm. Dass jeder mal drankommt, dass man halt sich ausreden lässt. Ausreden lassen? Was noch? Dass man vielleicht auch mal seine Klappe halten sollte, wenn es sein muss. Mhm. Gibt's noch was? Wenn ihr die Aufgaben mal so durchgeht, dass man alle integriert und nicht nur vier oder fünf Leute alles machen und die anderen hinterherziehen. Dass man auch Vertrauen in die Leute haben kann, die man jetzt zum Beispiel nicht so gut kennt. Also, dass man da Vertrauen mehr aufbaut dazu. Wenn das... Ihr wollt das ja mitnehmen in die nächste Aufgabe. Wenn es das war, dann mach das. Nee, ich wusste nicht, dass ich schon dabei bin. Ich Also das ist ja Nina, ich bin Paula und wir wollen einfach die letzten drei Tage zusammenfassen, okay, da heute unser letzter Tag ist. Wir hatten gestern unser Teamtraining mit Yvonne und Sebastian. Es hat sehr viel Spaß gemacht und es war den ganzen Tag. Vielleicht war das auch ziemlich anstrengend und ein bisschen viel, weil wir am Nachmittag ziemlich unkonzentriert waren, aber das Wetter hat mitgespielt und es gab auch ein paar Konflikte, aber das gehört, denke ich mal, dazu. Und wir haben viel dazugelernt, zum Beispiel einander zuhören und so Sachen. Nach den einzelnen Aufgaben mussten wir mal eine Feedbackrunde geben und Sebastian und Yvonne haben uns gefragt, ob wir die Aufgabe geschafft haben und was wir mitgenommen haben. Ja, heute ist unser letzter Tag. Ich denke, wir haben in den letzten Tagen gemerkt, wie wichtig das ist, zusammenzuhalten, und die Klasse hat sich besser kennengelernt. Wir haben auch so einfache Dinge, haben wir jetzt mitbekommen, wie wichtig die eigentlich sind, einander zuzuhören oder auch mal die Klappe zu halten, was früher selbstverständlich war, aber sich niemand dran gehalten hat. Und ja, wir hatten sehr viel Spaß und wir wollen gleich noch auf eine Wanderung.